Thorsten Nagel. Ich bin Einrichtungsleiter der regionalen Beratungsteams gegen Rechtsextremismus beim Träger Arbeiterwohlfahrt in Schleswig-Holstein. Wir beraten alle Menschen, die sich mit Rechtsextremismus auseinandersetzen wollen. Und dazu beraten wir auch noch in Fällen von rassistischer, antisemitischer und sexistischer bzw. antifeministischer Diskriminierung. Das heißt in den Bereichen gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit oder auch anders ausgedrückt zu Ideologien der Ungleichwertigkeit. Weil wir einen erweiterten Rechtsextremismusbegriff haben, der halt die Ideologien der Ungleichwertigkeit mit in Betracht zieht. Das heißt, dass dann im Endeffekt Rassismus und Antisemitismus und Antifeminismus Ideologieelemente sind, die auch von Rechtsextremen genutzt werden zur Agitation, um irgendwie halt sich zu verbreitern, mehr zu werden und so weiter. Und diese Ideologieelemente sind halt in der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, wir sind beraten so, dass wir sagen, Rechtsextremismus ist in der Mitte der Gesellschaft verankert und ist halt nicht nur am rechten Rand, sondern tatsächlich betrifft es in den einzelnen Ideologieelementen die gesamte Gesellschaft. Und unser Ziel ist, eine menschenrechtsorientierte Gesellschaft zu schaffen und dazu auch zu beraten und im Endeffekt insofern zu beraten, dass es in dem, ich sage es jetzt mal, in dem sozialpädagogischen Begriff Hilfe zur Selbsthilfe darum geht, dass die Beratungsnehmenden selber ein Umgehen mit Rechtsextremismus oder beziehungsweise mit den Ideologien der Ungleichwertigkeit finden. Ein Bewusstsein mit Rechtsextremismus heißt, es kann sein, dass wir Bündnisse gegen Rechts beraten zur Seite stehen in der Gründung, gerade im ländlichen Raum, im Aufbau von Bündnissen, was manchmal auch etwas schwierig ist, dass wir dort Unterstützungsleistungen bieten. Wir beraten alle, die halt menschenrechtsorientiert sind und wir beziehen uns auf eine menschenrechtsorientierte Zivilgesellschaft und das kann dann tatsächlich vom Kindergarten bis zur Bundeswehr, können das Beratungsnehmende sein. Es können unterschiedlichste Faktoren sein. Es kann sein, dass Rechtsextreme im Betrieb irgendwie auftauchen, dass wer in diesem Betrieb halt das mitbekommt, dass sich dieser Betrieb irgendwie auseinandersetzen will. Wir beraten auch präventiv, in Anführungsstrichen bei der Bundeswehr zum Beispiel, wo wir präventiv irgendwie Workshops geben, was ist Rechtsextremismus, wie stellt sich Rechtsextremismus heute dar, in welcher Vielfältigkeit, was sind Ideologieelemente, wie ist die neue Rechte aufgestellt und so weiter und so fort. Das heißt, wir bringen auch eine Expertise mit, um die unterschiedlichsten Phänomene des Rechtsextremismus halt ja, auch zu bearbeiten. Es können alle Personen, die sich mit den Phänomenen auseinandersetzen wollen, die davon betroffen sind, können mit uns Kontakt aufnehmen. Und es ist wirklich, wir sprechen alle Zielgruppen an und wir arbeiten aufsuchend. Das heißt, und anlassbezogen, das heißt, wenn es einen Anlass gibt, dann nimmt man mit uns Kontakt auf, dann vereinbaren wir ein Beratungsgespräch, ein erstes, und dann werden in diesem Beratungsgespräch wird ein Auftrag erteilt, der ganz unterschiedlich aussehen kann. Und von daher haben wir unterschiedlichste Beratungsnehmende, ich hatte es vorhin schon gesagt, von Kindergarten bis Bundeswehr, Polizei, Feuerwehr, es ist eigentlich alles mit dabei, es ist Zivilgesellschaft mit dabei, es sind teilweise auch Parteien dabei, die mit auf uns zugehen und Kontakt aufnehmen, wenn es um Bedrohung von Kommunalpolitik beispielsweise geht. Und es ist keine Gruppe, die wir in diesem Kontext nicht beraten. Und ja, Kontakt kann man mit uns aufnehmen auf der Seite www.rbt-sh.de sind alle Kontaktadressen, alle Telefonnummern der Beratungsteams hinterlegt und dort kann man Kontakt aufnehmen mit dem jeweiligen Beratungsteam und einen Termin vereinbaren.